Es sah nicht aus wie Japan da draußen, nicht wie ihre Vorstellung davon. Es sah aus wie Russland, obwohl sie auch in Russland noch nicht gewesen war. Es sah aus, wie ihre Vorstellung von Russland aussah. Plattenbauten, Schnellstraßen, alles in hellem Grau und vor den Fenstern Wäsche. Im Bus lag eine Stille zwischen Schlaf und Smartphone. Man vermeldete die Rückkehr und wartete auf Freude, wenigstens am anderen Ende. Frieda war die Einzige, die nach draußen schaute. Der Bus fuhr ohne Halt durch. Vor dem Bahnhof warteten schwarze Taxen. Das erste öffnete die Kofferraumklappe, als Frieda darauf zuging. Sie reichte dem Fahrer den Zettel mit der Adresse, den Plan, den Jonas gezeichnet hatte, auf dem sie rein gar nichts erkennen konnte und der Fahrer leider auch nicht. Ich bin Lucy Fricke, ich bin Schriftstellerin, geboren ursprünglich in Hamburg und seit 2000 lebe ich in Berlin. Der Roman Takeshis Haut gründet auf einer Idee von einem Freund von mir, der hat mich dazu inspiriert, der ist Geräuschemacher. Und der reiste vor vielen Jahren nach Japan und kam zurück und hatte keine Fotos mitgebracht, sondern nur Audiodateien. Und spielte mir das vor und war total geflasht und begeistert und sagte, musst dir das anhören. Und ich war dann auch irgendwie sehr beeindruckt, dass es so anders klingt tatsächlich. Und dann war für mich irgendwie klar, ich muss das mal machen. Also irgendwann werde ich mal eine Geschichte machen mit einer Geräuschemacherin in Japan. Jetzt wieder hinzufahren, weil ich habe das vor anderthalb Jahren geschrieben, die Szene. Und es ist so ein bisschen, als würde ich jetzt in meine eigene Fiktion wieder reisen. Also jetzt beim dritten Mal, was war beim zweiten Mal schon so, der Flash ist eigentlich weg. Das ist ein bisschen schade, weil ich fand das beim ersten Mal, ich war, glaube ich, einfach 3 Monate nur total weggeblasen von allem. Und jetzt bewege ich mich hier relativ normal, würde ich sagen. Und das ist, ich bin fast ein bisschen traurig drum, dass man Japan nicht immer wieder zum ersten Mal erleben kann, weil das ist, also wer immer das noch vor sich hat, das ist, sei beneidet. Oh nein, wie schräg ist das denn? Das ist ja wirklich, ich würde sagen, wir haben einen Plan. Was ich mache, also einerseits hilft manchmal im ersten Moment der Reizüberflutung tatsächlich eine Kamera. Also Fotos zu machen, entfernt einen ja wieder. Und dann ist man so ein bisschen draußen und das kann einen schon schützen, glaube ich. Und Notizen mache ich schon auch viel. Also ich setze mich dann zwischendurch immer irgendwo hin, komme so kurz runter und schreibe das alles auf. Oder ich schreibe viel, wenn ich in Bewegung bin, also in Bussen, in Bahnen, in Flugzeugen. Da schreibe ich eigentlich immer, das ist so ein Ort, wo ich glaube ich, am besten denken kann, seltsamerweise. Nach Odaiba wollte er, Tokyo Bay. Da war oft gewesen in den letzten Wochen, hatte er gesagt, das musst du sehen. Die führerlose Bahn schlängelte sich zwischen den Wolkenkratzern hindurch. Sie konnten auf die Schreibtische in den Bürotürmen sehen. Tausende waren es, Hunderttausende wahrscheinlich. Niemand lebte hier. Hier wurde gearbeitet bis zum Herzstillstand. Jetzt aber brannte in den meisten Fenstern kein Licht. Die Scheiben waren blinde Spiegel, Blade Runner, dachte Frieda. Über 10 Minuten drehten sie Schleifen, verließen die Bahn dann an einem verlassen wirkenden gläsernen Bahnhof. Takeshi führte sie in den nächsten Supermarkt, zeigte stolz auf die Regale. Siehst du, sagte er, das Bier ist wieder da. Er füllte den Korb, Dose um Dose, hielt er ihr vors Gesicht. Tomatenbier, sagte er, sehr gesund, das musst du probieren. Also Japan ist so ein, oder war, muss ich ja jetzt sagen, war ein Traum. Das ist, hatte ich mir tatsächlich nicht so vorgestellt. Ich dachte, als Schriftstellerin sitzt man einfach immer allein und einsam zu Hause in einer schäbigen Wohnung. Das war so ein bisschen das Klischee, was ich hatte. Und dass ich jetzt als Autorin eigentlich so viel um die Welt fliegen darf und eingeladen werde und also jetzt zum dritten Mal sogar hier bin, das ist schon toll. Das ist, also mich freut das irgendwie wahnsinnig. Und es ist auch natürlich so, dass all diese Erlebnisse natürlich wieder rückwirken auf die Literatur, die man macht. Weil
je mehr man sieht, desto mehr ändern sich Wahrnehmungen und Haltungen, Einstellungen zur Welt. Und desto mehr hinterfragt man das, was man zu Hause hat, und hinterfragt man das hier. Und also ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das gehen wird im Moment, aber es fühlt sich an wie die richtige Richtung.